Ein Fünfjähriger hat in Cumberland in Kentucky seine zweijährige Schwester erschossen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn in den USA sterben jedes Jahr etwa 30.000 Menschen durch den Gebrauch von Schusswaffen. Das Besondere hier, der Junge hatte sein eigenes Gewehr benutzt. Er hatte die Waffe der Marke My First Rifle, also mein erstes Gewehr, im vergangenen Jahr geschenkt bekommen. Trotzdem ist mir schleierhaft, wie es zu dieser Tat kommen konnte. War die zweijährige Schwester etwa unbewaffnet? Ja. And last but not least, Angela Merkel, Honeggers Rache. Sie sagt, wir müssen die Starken fordern. Denn die Starke zieht die Schwache mit. Was für einen Nonsens. Angela Merkel, sie lässt sich von die Josef Ackermanns die Finanzpapiere schreiben. Angela Merkel ist nichts weiter als die räudige Hilfsteufel von die Telekom und die Deutsche Bank. And Jesus Christ sagt, starker Tobak, denn er geht eine Camel durch eine Nadelöhr. Als das eine Reiche kommt in die Himmel. Brothers and Sisters, wir brauchen dringend einen Exorzist. Ratzinger, übernehmen Sie. Halleluja. Bin die Dynamik Puppe aus der Merkel-Truppe und jeden Posten gut. Schaff Kinder und Karriere, kommt was in die Quere, bringt mich das auch nicht in Wut. Der Gegner mag hecheln, das ficht mich nicht an. Ich werde niemals schwächeln, weil mit Dauerlächeln ich gut Zähne zeigen kann. Da staunt die eigene Fraktion, da staunt die Opposition. Die Kanzlerin, sie fürchtet schon. Sie weiß auf jeden Fall, wenn ihr mal die Basis nicht länger mehr treu. Na hoffentlich, dass ich es locker schaffe, mich als Wunderwaffe vor der Kanzlerschaft nicht scheuen. Wertes Publikum. Eine Lehre der NS-Zeit war aus gutem Grund, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen soll. Offensichtlich, um das zu umgehen, unterstützt man jetzt die Drohnenkriegseinsätze der Amerikaner. Obama, ein Präsident, der den politischen Auftragsmord legalisiert hat. Ich habe mich dieses Jahr so aufgeregt über Obama und seine scheußlichen Drohneneinsätze, dass ich darüber aus Versehen gestorben bin. Kann mich sehen, doch ich weiß alles über dich. Denn ich bin ein Phänomen, du siehst Sterne statt Licht. Unerkannt sitze ich in jeder Botschaft mit drin. Und ich chatte durch das Handy der deutschen Kanzlerin. Ich bin überall, ich bin schneller als der Schall. Stoß mit meiner Vision in die neue Dimension. Bin der Weltgeist, die moderne Enzyklopädie. For the home of the brave and the land of the free. Next one. Des Teufels Inquisitor, Ministerin für Arbeit, Andrea Nahles. Nahles presst euch mit ihrer lächerlichen Mindestlohn in die Armut. Nahles
Sie legt euch mit die Tarifeinheitsgesetz die Traumenschrauben an. Aber die Hölle bricht los, wenn alles sinkt. Wie neulich in die Bundestag, das ist Guantanamo. Der Herr schenke uns eine Knebel. Schickt alles in die Produktion für 8,50 Euro Stundenlohn. Yeah. Es war Sommer und heiß und wir waren froh. Wir hatten super Tage mit Yogi und Co. So. Zu Anfang war ich ja furchtbar entsetzt, denn da war ja mein Schweini verletzt. Ups. Trotzdem ist der Wurf gelungen. Deutschland hat den Titel errungen. Alles klärchen, Leute, den Cup haben wir. Weltmeister 14, das sind wir. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich habe noch eine Vision auf Erden. Ich will Königin der Herzen werden. Ein Herz für Leistung macht unser Land. Ein Herz für Leistung macht der Verstand. Deutschland braucht kein Neid, den Staaten gebührt. Dankbarkeit, jetzt machen Sie mit hier ein bisschen schnippi-schnappi. Die Kanzlerin hier am Stadttheater Köpenick ist, ja. Wir können den Schwachen nur etwas geben, wenn wir die Starken richtig hingen. Drum ist der Starke unser Hit. Der Starke zieht den Schwachen mit noch ein bisschen Levenja rein hier. Wo ist denn der, jetzt geht's los hier. Wo ist denn der Teleprompter? Ah, da. Bienen fleißig ohne Rast. Einer trage des anderen Last. That's all I dream, let's play as team. That's all I dream, let's play as team. Danke. Next Kandidat, des Teufels Erzengel, Gabriel. Gabriel ist die trojanische Pferd von die große Industrie. Die neue Freihandelsabkommen, TTIP. Transnationale Teufel infiltrieren Parlamente. Gabriel ist die Totengräber von der Democracy. Er will euch vergiften. Mit die Chlorhähnchen aus Kentucky. Brothers and sisters, seid clever. Seid clever. Reinigt eure Swimmingpools mit die Chlor von die Kentucky-Hähnchen. Yeah. Jede Flanke soll verrecken. Keine Tore, nur noch Ecken. Nicht ein Abspiel soll euch glücken. Eure Schuhe sollen drücken. Bänder, Risse, Knorpel, Schäden. Fußballparzen zieht die Fäden. Und wir wollen euch zappeln sehen. Bayern, pack, du wirst vergehen. Ulla, 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 la. Ulla, 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 la. Und wir wollen euch zappeln sehen. Bayern, pack, du wirst vergehen. Späte Tore ohne Zahl. Nachspielzeit wird Höllenqual. Und kein Schiri hört euch schreien. Bayern, fuck, du stirbst allein. Der Mond. Und dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich doch hier in aller Offenheit sagen dürfen. Der Mond ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird mich hier und heute daran hindern, in aller Entschlossenheit festzustellen, die güldenen Sternlein prangen. Und wenn Sie mich fragen, meine lieben Freunde, wo? Na, dann sag ich es Ihnen. Am Himmel. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Mut und ich habe die Kraft und die Entschlossenheit, in mir freimütig zu bekennen und aus den Wiesen steigend, das, was meine Reden stets und immer ausgezeichnet hat, der weiße Nebel. Wunderbar, ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Das ist die Berliner Gruft, Gruft.
Luft. Keiner geht hier in die Luft. Mit Ausnahme des ADAC. Ja. Wenn auch vieles hier verpufft, puff, puff, in den Duft, Duft, Duft dieser Luft, Luft, Luft. Der neue Turm zu Babel, der steckt fest in Merkers Sand. Aber manchmal nachts, da träume ich, es sänge Willy Brandt. Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich freue mich riesig, dass ich anlässlich meines 100. Geburtstages mal wieder unter uns sein darf. Ich bin auch gegen Brandschutz. Den können wir nicht gebrauchen. Wir wollen dieses Stümperpack ja in der Pfeife rauchen. Ja, 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 ja. Das ist die Berliner Gruft, Gruft, Gruft. Keiner geht hier in die Luft, Luft, Luft. Wenn auch vieles hier verpufft, puff, puff, in die Luft, Luft, Luft. Dieser Luft, Luft, Luft. Und jetzt bei aller Kritik an der Berliner Luft, aber immer noch dreimal besser als Peking. Nein, nein, der Medon ist clever. Der Medon ist 70 Jahre alt. Er wusste ganz genau, mit 70? Mit 70 habe ich bei der Papstwahl noch keine Chance. Hartmut Medon darf sich jetzt um die Brandschutzprobleme beim BER kümmern. Können Sie sich an das Chaos mit den Klimaanlagen in ICEs noch erinnern? Mhm. Früher hat man Hexen umständlich verbrannt. Unter Medon reichte die Bahncard. Alles einsteigen, bitte alles einsteigen. Ihr Grill startet in wenigen Augenblicken. Hartmut Medon, der Mann war so heiß auf den Börsengang. Abkühlung würde da bloß stören. Ne? Und Sie haben es ja gesehen an der Berliner S-Bahn, die für den Börsengang ausgedünnt wurde. Alle S-Bahn-Räder stehen still, wenn der Börsengang es will. Im Februar erreicht der Pferdefleischskandal Deutschland. Du, da wurden ja plötzlich Gerichte neu kreiert, über die man wirklich vorher nur die Nase gerümpft hätte. Na, ich bitte Sie, Lasagne. Lasagne mit Schimmel. Das hat aber gedauert. Wir sprechen dann immer von einem Spätzünder. Aber ich erinnere mich noch, ne? Ich will Rinderfilet kaufen. Du, da raunst mich der Verkäufer an. Na, watten du, Stute oder Hengst? Zunächst hatten wir bereits Schwierigkeiten, Gauks Gehirn zu fixieren, weil der Präsident den Kopf extrem hoch trägt auf pathologisch Symptomus elitipus. Sofort fiel uns natürlich die anatomische Schieflage auf. Gehirn kippt stark ab nach rechts. Jeder Versuch, die präsidiale Hirnstruktur in die Normallage zurückzudrehen, ist gescheitert. Ich muss konstatieren, ein rechter Dickschädel. Und dann diese Gehirnsynapsen. Als wir uns dann endlich durch die 3 Millionen blubbernder pastoraler Synapsen zum Kern durchgekämpft hatten, hat es uns die Sprache verschlagen. Noch nie hatten wir ein Hirn gesehen, das derart von sich selbst eingenommen war. Aus allen Windungen quoll der Imperativ, es kann nur einen geben, mich. Das Sahnehäubchen, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen ist Verteidigungsministerin. Ne? Ursel zieht die Sturmhaube auf. Ne? Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Gabriel wäre sie worden. Das hätte doch aber auch ganz gut gepasst. Ne? 100 Jahre Erster Weltkrieg, 1914, 2014, die dicke Bertha kehrt zurück. Aber es war ja klar, dass Ursula von der Leyen das werden würde. Die Frau ist einfach zum Schießen, nicht? Die Bundeswehr wird jetzt familien- und frauenfreundlich umgestaltet. Da kommt was auf uns zu. Ja? Ich sehe schon Bomber mit Wickeltisch, Raketen im Vagina-Outfit, Bajonettkampf mit Stillpausen, eine bestechende Perspektive. Ja, jahrelang habe ich überlegt, wie man die Frau loswerden könnte. Ne? Naja, und jetzt könnte es ja sein. Ne?
dass Sie bei einem Truppenbesuch in Afghanistan auf ein Fettnäpfchen tritt. Nein, Angela Merkel wusste ganz genau, warum sie ihre letzte verbliebene Konkurrentin auf genau diesen Posten gehievt hat. Ursula von der Leyen, eine Meisterin der politischen Selbstinszenierung. Und sie konnte nun ihrer Lobeshymne auf sich selbst eine weitere gewichtige Strophe hinzufügen. Bin jetzt der Superkrieger, geb den Laientiger, ich agiere mit Elan. Hab 7 Kinder großgezogen und knack ungelogen auch den Taliban. Mein Ehrenwort, wenn ich mich bloß schneuz, dann türmt der Islamist von der Piste und ich krieg das Ehrenkreuz. Da staunt die eigene Fraktion, da staunt die Opposition. Und mancher Wüstensohn hat mich schon als Mutter Morgana gesehen. Ursula, Sulaika, und um alles ist geschehen. Ach, Ursula, Sulaika, und um alles ist geschehen. Ja, jetzt spendiere ich Ihnen noch ein Stückchen Kuchen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie gerne mitschunkeln und den Google-Hupf genießen. Die Welt ist eine Google, du wirst zum Google-Hupf. Kein einziges Plätzchen bietet dir sicheren Unterschlupf. Ne Ehefrau hatte lang schon den Mann unter Verdacht. Er hätte sich klammheimlich ne andere angelacht. Da sah sie plötzlich auf Google sein Auto vor ihrem Haus. Da war sie sehr beleidigt, prompt war die Ehe aus. Bleib treu, sonst merkt es Google, du wirst zum Google-Hupf. Ein einziges Plätzchen bietet dir sicheren Unterschlupf. Karl-Heinz, ein Frauentyp wie ich, hat Frauen angelockt. Die Ehe stets versprochen und sie nur abgezockt. Die letzte stieß bei Google auf Seiten über ihn. Sie zog vor den Kadi, er musste ins Kittchen ziehen. Sei ehrlich, sonst merkt es Google. Frau Schmidt surft durch die Shoppingwelt, klickt viele Seiten an. Am meisten aber ziehen sie die von Mediamarkt in Bann. Dank Google wussten dies und als sie in den Laden trat, rief man Frau Schmidt, was sie sich wünschen. Na, steht hier schon längst parat, was du dir wünschst, was Google. Die Welt ist eine Google, du wirst zum Google-Rumpf. Dein einziges Plätzchen bietet dir sicheren Unterschlupf.